vom Fähranleger in Stinica setzten wir jetzt zur Insel Raab über. Die Fährüberfahrt dauerte ca. 15 Minuten. Die Insel Raab ist die kleinste der großen Inseln in der Kvarner Bucht und zugleich die grünste und auch am dichtesten besiedelste. Auf der 94 Quadratkilometer umfassenden Fläche der Insel Raab wird in puncto Tourismus sehr viel geboten. Der Hauptanziehungspunkt der Insel ist natürlich die Inselhauptstadt, die Stadt Raab, die wir jetzt besuchen werden. Wir gehen jetzt die breiten Treppenstufen nach oben, um zur oberen Straße zu gelangen. Sobald man die obere Straße dann erreicht hat, kann man die Straße weitergehen, um die vier Türme oder Glockentürme mit ihren jeweiligen Kirchen zu besuchen. Oben angekommen, an der oberen Straße, erreicht man in sehr kurzer Zeit noch einen sehr schönen Aussichtspunkt, von dem man einen traumhaften Blick über die Altstadt von Raab hat. Unterhalb des Stadtparkes befindet sich der Strand Banova Vila. Der Stadtstrand von Raab ist zwar ein kleiner Strandabschnitt, bietet jedoch eine herrliche Kulisse vor den historischen Stadtmauern.
Wir erreichen jetzt den Glockenturm der Kathedrale von Raab. Im romanischen Stil, irgendwann im 13. Jahrhundert erbaut, gilt dieser 26 Meter hohe Glockenturm als schönstes Bauwerk seiner Art an der kroatischen Küste. Die ursprünglich vierseitige Kuppel wurde vom Blitz zerstört und durch eine sechskantige Pyramide ersetzt.